So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed Heat. Und wir müssen Level 7 erreichen und das ist unser nächstes großes Ziel. Wir haben da noch ein Rennen offen, was ich unbedingt noch fahren müsste. Wo haben wir es denn? Ich sehe es gerade nicht. Da. Das ist ein anderes Rennen, ne? Das ist nicht das... Warte mal gerade kurz, was ist denn das Rennen? Da. Initiation, ja. Dann fahren wir heute das noch, weil ich muss das wiederholen durch die Cops natürlich. Die haben mich in der letzten Folge so derb aus dem Konzept gebracht. Ja, dann fahren wir den Showdown vielleicht sogar... muss man sie gucken. Kann sein, dass wir den Showdown sogar noch diese Folge noch fahren. Gucken. Ja, sagen wir mal, ohne die Cops wäre es durch gewesen. Hätte ich gestern locker gewonnen. So, gehen wir mal rein und holen uns das Ding. Ja, es fehlen immer noch die neue Felgen drauf, es fehlen immer noch die Tieferlegung drin. Machen wir schon noch. So, dann rechnen wir uns. Und für unsere erste Niederlage in Need for Speed Heat, aber das, wie gesagt, kam nur dadurch, dass, weil die Cops ein bisschen mit mir gespielt haben. Aber es passiert. Es wird auch nicht das erste Mal gewesen sein. Und nicht das letzte Mal gewesen sein. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Alles gut. Okay, die sind erstmal gerade für mich uninteressant. Da oben links. Die steht im Hafen und das ist unwichtig gerade, wie gesagt. Die haben jetzt nämlich nicht auf dem Schirm. Zumindest diese nicht. Oder der nicht. Oh nein. Ich liebe es, wenn ich Punkte verpasse. Irgendwie steht dieses Rennen so ein bisschen gerade unter einem schlechten... unter einem schlechten Stern, weil... war jetzt nicht das erste Mal, dass ich da irgendwas verpasse, aber... gucken. Ich hänge auch schon wieder dran, ich gehe ja schon wieder ran an die Leute. Da ist schon der Führende wieder. So, 500 Meter noch, dann haben wir das. Und gewinnen diesen Lauf. Zwar nur im zweiten Versuch, aber wir haben ihn geholt. So, hier ist immer noch ein Street Art. Da ist es. Cool. Nehmen wir es mit. So, jetzt müssen wir mal gucken, was war irgendwie zu sicher zu einem Unterschlupf kommen. Kann ich da nochmal hinspringen? Nö, kann ich da nicht. Jetzt auf's. Oder ist das zu dem Rennen jetzt sicherer? Wo ist denn das Rennen überhaupt? Ist es hier unten? Nee. Ja, da ist ein ganzes Stück zu fahren. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, zu dem Rennen ist es gerade ein bisschen sicherer.
Weil ich müsste jetzt durch die ganze Innenstadt fahren und da sind nur die Cops hier gerade. Wenn ich jetzt hier raus bin ein bisschen, jetzt ist vielleicht das Sicherste. Das eine Rennen und machen wir Showdown. Also den Showdown machen wir in der nächsten Folge. Wenn ich sagen, dass Mulab wieder bin, also wenn die Folge rauskommt hier. Aber da bin ich schon wieder raus, da bin ich wieder Mulab. Ich wieder zurück. Ich komme ja wieder. Bin ja letzte Woche Mittwoch schon wieder. Oder letzte Woche Dienstag schon wieder aus Mulab zurückgekommen. Vielleicht versuche ich natürlich auch ein bisschen Content zu bringen. Ich hoffe, dass das mit FIFA auch alles noch aufgeht. Halt, hier ist ein Zwitter. Aktivität. Das 300.000 noch mal schon Level 8 da auf jeden Fall. Boah. Nehmen wir uns diese rüber. So, Rundkursrennen, Gipfel. Das fahren wir noch. Und dann fahren wir zurück in die Werkstatt und dann sind wir nämlich mit Need for Speed auch durch. Das ist quasi die sechste Folge, die ich hintereinander weg aufnehme, um euch den Content zu bringen, ne? Den ich da unbedingt haben will. Ich habe den natürlich nicht beeindruckt, weil ich nicht mit dem Gast wieder so. Oh, da haben wir was Neues dabei. Diesmal sind es insgesamt ja noch nicht nur 6 Fahrer mit mir, sondern 8. Und zwar ist da noch ein... der hier mit dabei. Oh, noch ein weiterer Mustang. Ja, so ein paar neue Kandidaten mit dabei. Okay, das ist doch cool. Mal ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, das ist immer von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Auch hier ist es wieder ein Rundkursrennen mal. Oder mal wieder ein Rundkursrennen. BMW, ne? Das dürfte der M3 sein, der in den, den man am Anfang bekommt. Aber der mir gerade so ein bisschen vorne auf der Dings tanzt. Jetzt habe ich ihn mal überholt. Ne, den Showdown machen wir in der nächsten Folge. Kein Nerv jetzt, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen zu viel. So, muss ich den Rundkurs rennen? Jetzt wollte ich gerade sagen, da ist irgendwo ein Ziel noch. Ja, ein paar kleben uns ein bisschen an der Backe. Es sind so 2, 3 Autos, glaube ich, die direkt dahinter kleben. Drei sind es. Die ein bisschen mithalten können mit uns. Während der Rest, der quasi da so ein bisschen schon am Anfang mit dabei war, mittlerweile komplett zurückfällt. Also haben wir tatsächlich so ein bisschen das erste Mal Gegner. Na, scheiße. Ich glaube, den Kopf daher wird es jetzt sehen.
Ja, im Zweifel nicht, aber mal gucken. Ich habe eine verdächtige Person, die gerade zu unserer Abreibung bettelt. Schnappen wir sie uns. Verfolgungsmodus aktiviert. Ja. Ihr könnt euch der Party. Welch eine Überraschung! Dass der eigentlich relativ easy erledigt war, der kleine, der gute Kopf. So, ich glaube, jetzt geht es gerade so ein bisschen in die Richtung Überrundung. Was natürlich vielleicht auch nicht so clever wäre, weil wir dann uns wieder an die Cops hängen würden. Und da habe ich nämlich gesagt, okay, nervt sie gerade. Ja, guck ich nicht. Nee, braucht ich nicht. So, das Ding haben wir gewonnen. Tschüss, Gojo. Ich hab den nur den habe ich aber instant gecrashed. Warte mal gerade kurz, ich muss mal eben Medialpfade hoch. Okay, der hat mich gefunden, ja. Nicht schlecht. Ich dachte mal, ich kriege ein bisschen ab über die. Ich quer durch die Pampa durch. Den hat's erledigt, den Jungen. Ich klopfe unsere Zielperson jetzt weich. Ich kann beschwören, dass wir zu Beginn der Nachtschicht noch deutlich mehr waren. Zentrale, können wir weitere Einheiten kriegen? Hochgerüstete Fahrzeuge sind unterwegs. Ruhe in den Form, die Seele mit dir. Halt sofort an. Ich kann momentan nichts viel machen. Wir sind schon Level 9. Ja. Copy Quest. Ich dachte, unsere Wagen würden mehr aushalten. Ich bin drauf. Na, herzlichen Glückwunsch, eigentlich schaffen wir es gar nicht mehr mit dem zweiten.
die Nerven, Arschloch. Du mir aber gerade auch, mein Freund. So. Haltet die Augen auf. Unsere Zielperson ist noch da draußen. Jetzt versuche ich wegzukommen. Weil ich will mir diese Level 9 mitnehmen. Und dann hätten wir es. Tatsächlich sogar schon. Scheiße. Ich beende diese Verfolgung. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Tja, das ist ja mal ordentlich in die Hose gegangen. Ich hab ja, es war aber auch Glück, dass ich jetzt den Hafen so schnell gefunden habe, weil ohne den Hafen wäre es eng geworden. Weil dadurch konnte ich sie nämlich über die Sprungschanze locken. Aber ich nehme die Garage definitiv. Weil okay, niemand kommt sofort in die League. Kohle haben wir keine verdient, brauchen wir, ist ja klar, wenn in der Nacht, aber Reputationspunkte müssen wir gut geholt haben. 15.500, damit müssen wir jetzt Level 10 oder so sein oder 9. Fast Level 10, ja. Die nehmen wir mit. So. Glückwunsch, der Zweitsprung war geschaltet. Nimm überall in Palm City, Sprung die 20 Herausforderungen auf speziellen Rampenangriff. Weiß ich alle mal Lamborghini Hurricane Performance Spider zu freizustellen. Ich habe eine neue Liste mit Teilen für und neues Auto. Der erste ist ein Nissan 370Z Heritage Edition. Der zweite ist ein Mercedes AMG A45. Der dritte ist ein BMW M3. Und ein Audi S5 Sportback. Infiniti Q60S. Land Rover Range Rover. BMW Z4. Wir haben, glaube ich, jetzt sieben Autos haben wir jetzt freigeschaltet. Gut, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Showdown wahrscheinlich weiter.